lesen Sie jetzt in der Deutschen Stimme. Mit dem Freihandelsabkommen TTIP soll Europa und damit auch Deutschland den US-Wirtschaftslobbyisten, den Großkonzernen und dem internationalen Finanzkapital unterworfen werden. Im Aufmacher der neuen Ausgabe enthüllt unsere Autorin, die Juristin Ariane Meise, was hinter dem Abkommen steckt und welchem Zweck dieses Projekt wirklich dient. TTIP ist eine Falle, in die wir mit dem Versprechen für mehr Handel, mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand gelockt werden sollen. In Wahrheit aber soll TTIP die Vormachtstellung der USA in der Welt sichern und das Primat der Ökonomie vor der Politik manifestieren. Lesen Sie in der DS eine profunde Einführung in das Thema, das wir schon in der Juli-Ausgabe mit einem umfangreichen Report weiterführen werden. Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich steht vor der Tür und natürlich kommt auch die deutsche Stimme an diesem Thema nicht vorbei. Unser Redakteur Arne Schimmer, ein eingefleischter Fußballfan, wirft einen näheren Blick auf die Gruppe F und erkennt dort politisch unkorrektes Potenzial, während Kritiker Baldur Landegard in einem Feuilleton-Beitrag ausführlich darlegt, warum er sich dem EM-Zirkus verweigert. Der DS ist nicht daran gelegen, den Fußballfreunden die Freude an der EM zu verderben. Und natürlich wünschen auch wir uns, dass nach dem Weltmeister auch der Europameistertitel nach Deutschland geht. In Zeiten, in denen sich unsere Nationalelf aber nur noch verschämt die Mannschaft nennt und ein Mesut Özil via Facebook in Mekka posiert, müssen aber auch kritische Anmerkungen erlaubt sein. Wir scheuen uns nicht, heiße Eisen anzupacken. Daneben widmet sich die Juni-Ausgabe der DS auch wieder Themen, die leider Dauerbrenner sind. Wie die Herkunft ausländischer Straftäter verschleiert wird, dokumentieren Lutz Dessau und Moritz Altmann. Merkels jüngsten Kniefall vor Ankara prangert Jürgen Gansel an. Und Arne Schimmer, der als Landtagsabgeordneter im sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss saß, beleuchtet die dubiose Rolle der Bundesanwaltschaft und des V-Manns Primus im Münchner Verfahren. Ich kann Ihnen diesen sachkundigen und hochbrisanten Enthüllungsartikel über den Schattenmann nur wärmstens ans Herz legen. Das einst mit hohen Erwartungen gestartete Münchner NSU-Verfahren entwickelt sich immer mehr zur Farce und weist frappierende Ähnlichkeiten mit dem einstigen Stammheimer Prozess gegen die RAF-Terroristin Verena Becker auf, die damals eine ähnlich fragwürdige Rolle spielte wie Primus heute. Dass staatliche Stellen tiefer in den NSU-Komplex verstrickt sind, als sie zugeben wollen, wird anhand der Ausführungen von Arne Schimmer wieder einmal deutlich. Wie üblich berichtet die Deutsche Stimme auch diesmal wieder über die politische Arbeit der nationalen Opposition in den Ländern und in Europa. Als geschichtliches Thema steht der Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges vor 75 Jahren im Fokus, mit dem sich die Historiker Jürgen Gansel und Dr. Olaf Rose befassen. Außerdem verdeutlichen wir anhand einer aktuellen Buchbesprechung die fortgesetzte Dämonisierung Russlands durch den Westen. Immer dann, wenn Deutsche und Russen sich wie 1941 feindlich gegenüberstanden, war es zum Nachteil beider Völker. Immer wenn sie zusammenstanden, war es zu ihrem Vorteil. Erinnert sei an die Konvention von Tauroggen von 1812, die den Grundstein zur gemeinsamen Niederringung der Truppen Napoleons ein Jahr später in der Völkerschlacht bei Leipzig legte. Man denke an den Frieden von Brest-Litowsk 1918 und den Vertrag von Rapallo 1922. Aber auch an die positive Rolle, die Russland während der Wiedervereinigung 1989-90 spielte, während mancher westliche Nachbar die Einheit noch zu verhindern trachtete. Die Deutsche Stimme fühlt sich diesem historisch gewachsenen Geist der deutsch-russischen Partnerschaft verpflichtet. Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme. Sichern Sie sich noch heute die Juni-DS und zwei weitere Ausgaben für nur 5 Euro. Oder bestellen Sie gleich ein Jahresabo für nur 30 Euro unter www.deutsche-stimme.de/abonnieren. Deutsche Stimme. Monat für Monat die andere Meinung.